Trinidad, Florida Keys, Grand Bahama. Spätestens seit Sid Meiers Klassiker Pirates sind wir in der Karibik wie zu Hause. Auch hier in der Wirtschaftssimulation Port Royal 4 stoßen wir auf Piraten oder kämpfen gar selbst als Freibeuter. Doch das Spiel bleibt seinen Serienwurzeln treu, es ist vor allem eine Handelssimulation. Ihr spielt auf spanischer, englischer, französischer oder niederländischer Seite. Neben dem freien Spiel mit sehr vielen Einstellmöglichkeiten gibt es hier eine Kampagne für die vier Nationen, die euch allein schon dutzende Stunden beschäftigen dürften. Hier sind wir am Anfang der spanischen Kampagne und erwerben die ersten Handelslizenzen, um zwischen unserer Heimatstadt Sevilla und den Nachbarsiedlungen zu handeln. Denn die Spanier haben zwar viele Städte, doch die sind weit verstreut und wollen versorgt werden. Und zwar am besten von uns. Doch die Konkurrenz schläft nicht, viele KI-Händler der vier Nationen wollen auch ihren Reibach machen. Das geht am besten mit automatischen Handelsrouten. In der Regel spielt ihr so, dass ein großer Teil eurer Schiffe die Handelsrouten abklappert, während ihr euch mit einem einzelnen Schiff oder Konvoi um Chefsachen wie dringende Aufträge, Quests oder Lieferungen an den Vizekönig kümmert. Die Handelsrouten lassen sich einfach zusammenklicken und funktionieren dann schon gut. Aber ihr könnt auch viele Details festlegen, etwa den genauen Kurs, um Stürme zu umgehen. Denn Gegenwind, Strömungen, Untiefen oder eben Stürme bremsen eure Schiffe natürlich aus und können sie auch beschädigen. Auch die Schiffstypen spielen eine Rolle. Große Handelsschiffe zum Beispiel können zwar viel laden, liegen aber auch tief im Wasser. Gerade bei den spanischen Städten, die wie eine Perlenkette entlang der flachen Küste Süd- und Mittelamerikas aufgereiht sind, ist das ein echtes Manko. Ihr könnt es auch der KI überlassen, zu welchen Preisen sie an- und verkauft, dabei macht sie einen guten Job. Alternativ legt ihr selbst manuell die Mengen und Preise der 25 Waren fest, bei denen ihr kaufen oder verkaufen wollt. Auch Port Royal 4 ist ein Eldorado für Effizienzschrauber. Die größte Neuerung des Spiels sind aber die Seeschlachten. Die tragt ihr jetzt nämlich rundenbasiert aus mit bis zu 8 gegen 8 Schiffen. Das zeigen wir euch hier erstmal nur kurz und später noch ausführlich im Detail, denn dafür braucht ihr noch ein paar Hintergrundinfos mehr. Gott schütze euch und den König. Der jeweilige Vizekönig eurer Nation versorgt euch mit grundsätzlichen Aufgaben. In den Kampagnen müsst ihr sie bis zum Stichtag erfüllen, im freien Spiel könnt ihr sie absolvieren. Dazu kommen wir später noch, hier zeigen wir euch ein anderes wichtiges Element. Wenn ihr die vier Kolonialwaren Baumwolle, Tabak, Kaffee und Kakao in die spanische Karibik-Hauptstadt Maracaibo schafft, kassiert ihr Ruhm, mit dem ihr wiederum wertvolle Ruhmpunkte verdient. Wofür die gut sind, zeigen wir euch später, wir bleiben noch kurz beim Handel. Einer der Schwachpunkte von Port Royal 4 ist die teils echt umständliche Bedienung. Zum Beispiel müsst ihr bei jedem manuellen Kauf oder Verkauf komplett durch die Warentabelle scrollen, vor allem wenn ihr mit Luxuswaren handelt, die ganz unten aufgeführt sind. Hier haben wir sogar noch die einfachere Einstellung aktiv, die uns mit den grünen und roten Markern neben einer Ware zeigt, wie gut die Stadt bereits versorgt ist. Vier rote Striche bedeuten, dass die Ware knapp ist, wir also gute Verkaufspreise erzielen. Vier grüne bedeuten das Gegenteil, also einen Überschuss und günstige Preise. Das wiederum ist nämlich eine Stärke von Port Royal 4, die realistische, nachvollziehbare Preisberechnung. Das Spiel berücksichtigt nämlich nicht nur die aktuellen Mengen, sondern auch, wie gut eine Stadt über einen längeren Zeitraum versorgt wurde. Also entweder durch eigene Produktion, durch KI-Händler oder durch euch. Wer mag, kann diese Markierung abschalten und wie in den 80er Jahren bei Kaiser, Hanse und Co. seine Preislisten mit Papier und Bleistift führen. Oder mit diesem neumodischen Excel. Nicht wundern, dass wir hier unsere Kolonialwaren zum Teil weit unter dem Durchschnittspreis verkaufen. Denn Ruhm beim Vizekönig ist uns gerade wichtiger als schnöder Gewinn. Auch hier müssen wir wieder mit der Tabelle hantieren, statt rechts oben über die geladenen Güter-Icons einfach abzuladen, wie etwa bei Anno 1800. Auch umständlich, direkt auf der schicken Karte sehen wir zwar anhand der Icons, was welche Stadt gerade produziert, also vermutlich im Überschuss hat. Aber wir sehen eben nicht, was sie benötigt. Dafür müssen wir erst wieder in eine Tabelle gucken. Das hat uns schon beim ansonsten echt guten Railway Empire geärgert, das ebenfalls von Gaming Minds stammt. Auch hier müssen wir wesentliche Infos wie den größten Warenbedarf einer Stadt erst umständlich aus Menüs und Tabellen fischen, weil sie uns nicht direkt auf der Karte gezeigt werden. Gerade Einsteiger, die mit Wirtschaftssimulation generell und mit Port Royal im Besonderen noch nicht so vertraut sind, werden dadurch eher abgeschreckt. Was wirklich schade ist, denn das Thema selbst ist ja durchaus spannend, egal ob Eisenbahn oder Segelschiff-Imperium. Vorhin haben wir euch ja gezeigt, wie wir beim Vizekönig durch Kolonialwaren Ruhm kassieren und Ruhmpunkte bekommen.
Diese Punkte investieren wir wiederum in Konzessionen, um zum Beispiel Produktionsstätten für Luxusgüter bauen zu dürfen. Mit Konzessionen kaufen wir außerdem Slots für Kapitäne, die sich bei uns bewerben. Um die speziellen Schiffe unserer Nation freizuschalten, brauchen wir ebenfalls Konzessionen. Hier bei den Spaniern sind das Galeone und die mächtige Kriegsgaleone, als Engländer zum Beispiel die Militärfregatte und das legendäre Linienschiff. Sobald in einem Konvoi ein Kriegsschiff mitfährt, ist ein Kapitän Pflicht. Je höher dessen Level, desto mehr Kriegsschiffe darf er kommandieren. Wenn seine Kommandopunkte nicht reichen, fährt der Konvoi keinen Meter. Wichtiger Tipp: Legt euch früh mindestens einen Kapitän zu, auch wenn ihr nur Handelsschiffe habt. Denn der sammelt dann schon Erfahrung und Levels und wenn ihr später Kriegsschiffe braucht, habt ihr gleich einen Captain mit mehreren Kommandopunkten parat. Die Kommandanten bringen außerdem Skills mit, die ihr zum Teil steigern könnt. Zum Beispiel Speedboni für die Flotte, Schadensminderung bei Stürmen oder Kampftaktiken für die Schlachten. 18 historische Segelschifftypen segeln durch Port Royal 4, von der flotten Schaluppe bis zur kanonenbespickten Kriegsgaleone. Auch hier ist Gaming Minds detailverliebt, zum Beispiel bekommen Kriegsschiffe mit einem hohen Deck einen Enter-Bonus. Geenterte Schiffe anderer Nationen könnt ihr auch nachbauen. Kriegsschiffe bringen ebenfalls Fähigkeiten mit in die Schlacht, also wie die Kapitäne. Eine Korvette darf schnell nachladen, also zweimal feuern, eine Galeone verschießt Sprenggranaten, eine Kriegsgaleone kann per Skill Feindschiffe abdrängen und generell zwei Felder weit feuern. Auch das Zusammenstellen der Taktiken ist eine Wissenschaft für sich. Je mehr Schiffe mit derselben Taktik ihr in einem Konvoi habt, desto häufiger dürft ihr diese Taktik einsetzen. In Kombination mit den Kapitänstaktiken könnt ihr so sehr spezialisierte Konvois zusammenstellen. Wer also wie bei den Handelspreisen gerne an seiner perfekten Kriegsflotte tüftelt, der wird hier glücklich. Und ihr werdet Kriegsschiffe brauchen. Denn egal, wie friedlich ihr spielt, früher oder später überfallen Piraten Konvois und Städte. Reine Handelskonvois kapitulieren sofort und verlieren ihre Ladung. Auch Städte haben keinerlei Verteidigungsanlagen und werden immer geplündert. Da hilft nur ein starker Kampfkonvoi, um die Seeräuber zu besiegen. Und Kriege gegen andere Nationen gibt es später auch noch. Ihr legitimiert mich, die Sicherheit der Waren an Bord eurer Schiffe zu überprüfen und gegebenenfalls zu beschlagnahmen. In der ersten Kampagne stoßt ihr zum Beispiel auf den Piraten John Hawkins, der irgendwo zwischen Port Royal und Sevilla sein Unwesen treibt. Hier in der Kampagne spendiert uns der Vizekönig extra eine Kriegsgaleone, um den Kerl auszuschalten. Im freien Spiel gibt es solche Geschenke nicht, da müsst ihr jedes Kriegsschiff selber kaufen, bauen oder eben entern. Die Suche nach und die Jagd auf Piraten ist durchaus spannend. Allerdings gibt uns das Spiel wie schon im Vorgänger nur simple Textmeldungen, wo ungefähr wir suchen müssen. Zum Beispiel in der Gegend von, nun ja, Martinique. Wenn wir die angegebene Stadt noch nicht entdeckt haben und in Geografie nicht so richtig fit sind, müssen wir entweder unsere alte Pirates-Landkarte rauskramen oder eben Google Maps bemühen. Oder oldschool einen Atlas. Das ist ein echter, leider unnötiger Stimmungstöter, der auch bei Ortsangaben für Quests zuschlägt. Dass die bisherigen Echtzeitschlachten durch rundenbasierte ersetzt wurden, hat im Vorfeld für reichlich Diskussionen bei den Port Royal-Veteranen gesorgt, um es mal milde zu formulieren. Ich persönlich bin ja ein großer Rundenstrategie-Fan und finde das neue System echt in Ordnung. Das ist aber wirklich viel Geschmackssache. Wer generell lieber in Echtzeit statt zugweise kämpft, wird das neue Kampfsystem per se schlechter finden. Aber auch dann solltet ihr ihm eine Chance geben, denn es steckt einiges an Taktik drin. Zum Beispiel kann jedes Schiff pro Zug zwei Breitseiten abfeuern, aber eben nur eine pro Steuer- oder Backbord. Ihr solltet also so ziehen und manövrieren, dass ihr auf jeder Seite ein Feindschiff angreifen könnt. Welches Schiff ihr wann zieht, ist übrigens eure Entscheidung, das Spiel macht euch nur einen Vorschlag. Dezent abgedrehte Taktiken wie das Anlocken eines Kraken, der ein Feindschiff malträtiert und für eine Runde matt setzt, können eine Schlacht zwischen zwei gleichen Parteien entscheiden. Die Taktiken sind einzeln aber auch nicht übermächtig, zumal alle einen Cooldown haben. Vor großen, entscheidenden Gefechten solltet ihr aber trotzdem versuchen, möglichst viele Taktiken zu sammeln, etwa durch Quests. Das Schiff mit dem Kraken-Skill schaltet ihr übrigens frei, wenn ihr alle Tutorial-Missionen abgeschlossen habt. Auch die Granatentaktik der Galeone haut dank Flächenschaden mächtig rein, allerdings müsst ihr aufpassen, keine eigenen Schiffe zu erwischen. Klassische Manöver wie Schrapnelle, um die feindliche Mannschaft zu dezimieren und ihren Pott zu entern, gibt's natürlich immer noch.
Darum feuern wir unsere Granate auch skrupellos auf unser eigenes Schiff ab, das ist sowieso bereits geentert und wir treffen seinen Angreifer gleich mit. Ihr könnt Schlachten aber auch berechnen lassen, davon raten wir allerdings dringend ab, wenn ihr nicht gerade sehr übermächtig seid. Denn das Ergebnis liegt oft völlig daneben. Hier kämpfen wir zum Beispiel mit einer gleich starken Flotte. Wir haben zwar weniger Matrosen, aber fast gleich viele Kanonen und 7 gegen 5 Schiffe. Und trotzdem verlieren wir alle Schiffe und der Feind entert sogar noch eins. Als wir dieselbe Schlacht testweise manuell ausgetragen haben, haben wir gewonnen und nur 2 Schiffe verloren. Wenn ihr das Versteck eines Piraten ausgemacht habt, etwa durch Hinweise des Vizekönigs, könnt ihr ihn endgültig vernichten. Dazu schippert ihr zu seinem Versteck und belagert es so lange, bis der Widerstand gebrochen ist. Falls der Pirat noch Flotten in der Nähe hat, müsst ihr die erst überwinden. Landschlachten oder Seegefechte gegen Stadtbefestigungen gibt es in Port Royal 4 nicht. Die waren im Vorgänger von 2012 allerdings auch eher peinlich als spannend. Dafür habt ihr jetzt aber wieder Quests. Zum Beispiel fordern Städte gelegentlich Warenlieferungen bis zu einem bestimmten Termin. Bluefields hier braucht Stoff für seine Klamottenproduktion. Dafür gibt's hier im Gegenzug Taktikaufladungen für unsere Seeschlachten. Die Wunschlisten der Städte werden im Spielverlauf immer umfangreicher. Manchmal bitten euch auch einzelne Bewohner, nach verschollenen Vätern, Kumpels oder Schwibschwagern zu suchen. Hier fahnden wir nach einem gestrandeten Mann namens Salvador und reparieren sein Schiff. Erfreut segelt er heim und überlässt uns dort seinen Kahn. Solche kleinen Aufgaben werden leider mit nackten Texten abgefrühstückt und wiederholen sich oft, man ahnt auch schon, was als Belohnung winkt. Hier dümpelt ein Schiffsbrüchiger im Wasser, diesmal ist es hauptberuflich ein Schwiegersohn. Da ihm sein Schiff ja gerade unter dem Hintern abgesoffen ist, wird er uns wohl kein Schiff spendieren. Aber was kriegen wir denn dann, wenn wir ihn daheim in Cumana abliefern? Ah, der dankbare Herr Schwiegerpapa, der zufällig auch Bürgermeister ist, schenkt uns eine Baugenehmigung für seine Stadt. Denn in Port Royal 4 steckt auch eine gute Prise Aufbauspiel. Auf eigene Faust oder angeschubst vom Vizekönig baut ihr Produktionsstätten oder öffentliche Gebäude in den Städten eurer Nation. Wie anfangs erwähnt, sind die Aufträge des Vizekönigs in der Kampagne Pflicht. Hier sollen wir in Bluefields Zucker und daraus wiederum Rum produzieren. Aber auch unabhängig von den Vizekönig-Jobs solltet ihr ohnehin möglichst viele der Waren selbst produzieren, um die Versorgung zu gewährleisten und natürlich ordentlich Gewinn zu machen. Da wir aber ein Spiel aus Deutschland spielen, brauchen wir selbstverständlich eine Baugenehmigung. Die gibt's aber erst, wenn wir in der Stadt eine Bekanntheit von 100% erlangt haben. Und das schaffen wir wiederum durch, ihr ahnt es schon, Warenlieferungen. Also verlängern wir eine vorhandene Handelsroute bis zur Stadt Bluefields, das geht sogar echt unkompliziert. Stadt auswählen, links in die Liste sortieren, Handel auf Automatik stellen und fertig. Den geänderten Routenverlauf seht ihr direkt auf der Karte sowie auf der Minimap. Da kommt unser Handelsschiff auch schon, schwupps sind wir bekannt wie ein bunter Hund und kriegen unsere Baugenehmigung. Natürlich gegen eine saftige Gebühr. Diese Gebühren werden übrigens immer höher, je mehr Städte wir bebauen, ansonsten ändert sich am Vorgehen nichts. Ihr könnt auch nicht in jeder Stadt alle Produktionsstätten bauen. Ihr braucht oft auch die entsprechenden Vorkommen oder fruchtbare Böden, etwa für Kohle oder eben für Rohrzucker wie hier. Es gibt auch nur die Möglichkeit, 7 verschiedene Produktionsstätten in einer Stadt zu errichten. Port Royal 4 hat auch ein rudimentäres Nachbarschaftssystem. 4 benachbarte Produktionsgebäude desselben Typs kriegen einen 10% Bonus bei der Produktion. Auch Zucker- und Rumproduktion bekommen einen Boost, wenn sie nebeneinander stehen. Zu Wohnhäusern solltet ihr aber ein bisschen Abstand halten, die Bewohner werden sonst nur genervt. Also ich hätte ja gern eine Rumbrennerei nebenan, aber egal. Insgesamt ist dieses Abhängigkeitensystem eine nette Sache, wenn auch bei weitem nicht so umfangreich wie etwa bei einem Civilization 6. Port Royal 4 ist eben kein Aufbauspiel, sondern hauptsächlich eine Wirtschaftssimulation. Weil wegen der plötzlich 6 neuen Arbeitgeber Arbeiter fehlen, schippern wir noch ein paar kräftige Matrosen nach Bluefields. Die kommen monatlich in der Hauptstadt Maracaibo an und verteilen sich automatisch auf die einzelnen Städte, aber wir können das mit unseren Schiffen beschleunigen. Apropos beschleunigen, dass unser Kahn hier abgeht wie ein Luftkissenboot auf Speed, liegt an der dreifachen Zeitbeschleunigung. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis in Bluefields die geforderten 100 Einheiten Rum produziert sind. Manche Bürger lieben den Rum, andere das Gebet, manche beides. Daher schadet es nie, Kirche und Taverne dicht bei den Wohnsiedlungen zu haben.
Okay, wir haben also Genehmigungen zum Handeln und zum Bauen von Produktionsstätten. Da können wir doch bestimmt auch Tavernen errichten, Kapellen, Kirchen, Werften. Nix da. Wenn wir eine Stadt komplett verwalten wollen, brauchen wir dafür natürlich eine Verwaltungsgenehmigung. Die gibt's aber nur für Städte, in denen wir 500 eigene Arbeiter haben. Und klar, die kostet auch wieder ordentlich. Dafür dürfen nur noch wir in der Stadt bauen, die KI-Händler bleiben also außen vor. Weil wir nur ein kleines Händlerlicht sind, können wir keiner der anderen drei Nationen den Krieg erklären. Wer mit wem verbündet ist oder im Clinch liegt, das wechselt immer wieder mal und ihr könnt lediglich darauf reagieren. Oder aktiv eingreifen, indem ihr feindliche Konvois angreift oder Städte belagert. Je zufriedener eine Stadt ist, desto länger dauert es, bis sie einknickt. Wie gesagt, haben Städte ja keine Abwehranlagen wie noch im Vorgänger. Wenn ihr also eine belagert, müsst ihr trotzdem mit feindlichen Konvois rechnen, die eure Belagerer wiederum angreifen. Darum wurde unser erster Konvoi auch schon etwas dezimiert und wir haben zur Sicherheit einen zweiten dazu geholt. Und weil das belagerte französische Tampico auch noch eine Seuche an der Backe hat und sozusagen von unseren spanischen Siedlungen umzingelt ist, wird die Stadt bald aufgeben. Und zwar in 3, 2, 1, 0. Jetzt können wir entscheiden, ob wir die Stadt plündern, annektieren oder verschonen. Natürlich verschonen wir sie, das war doch das Ziel unserer wochenlangen Belagerung. Na gut, das war gelogen, wir annektieren die französische Stadt natürlich, sodass sie ihren Bewohnern echt spanisch vorkommt. Praktischerweise wird die Lizenz zum Handeln und Bauen gleich mitgeliefert. Die Städte sehen zwar hübsch aus, sind aber nur spärlich animiert. Außerdem klingen selbst große Städte nur wie ein Dschungel, es gibt weder Stimmengewirr noch Handwerkergetöse. Auch bei Schmieden ist nichts an Hämmerei zu hören. Das kratzt leider etwas am Karibik-Flair. Dafür gibt's in der Landschaft nette Szenerien, hier zum Beispiel ein aktiver Vulkan, Regen und ein Regenbogen rechts am Himmel. Schön ist auch, dass wir auf der großen Karibik-Weltkarte stufenlos auf die Städte und Schiffe zoomen können. Sehr praktisch ist auch, je weiter ihr herauszoomt, desto schneller läuft die Zeit ab. Während sich unser Schiff hier durch den Sturm prügelt, wird es Zeit für unser Fazit. Port Royal 4 richtet sich vor allem an Wirtschaftssimulationsfans, die das Spielprinzip und seine Erfolgsformeln schon seit Ewigkeiten kennen. Wer gerne Routen optimiert und möglichst effizient spielen will, der kann sich hier richtig austoben. Allerdings geht dabei viel Atmosphäre flöten, denn dann besteht Port Royal 4 vor allem aus Tabellen und Statistiken. Es spielt sich so, als würdet ihr im Karibikurlaub dauernd unter Deck hocken und eure Aktienkurse checken. Hinzu kommt, dass wesentliche Infos wie der wichtigste Bedarf einer Stadt erst umständlich aus Stadtbildschirmen und Tabellen gefischt werden müssen, statt zum Beispiel Icons in der Spielgrafik einzublenden. Bei der Produktion geht das ja auch. Klar, die teils umständliche Bedienung ist der gleichzeitig erscheinenden Konsolenversion geschuldet, aber mal ehrlich, wir PC-Spieler dürften doch wohl den weitaus größten Anteil der Zielgruppe von Port Royal 4 ausmachen, oder? Zum Schluss noch zwei Hinweise. Genre-Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene, bekommen zwar die grundsätzlichen Regeln vermittelt, können im Zahlendschungel aber schnell die Übersicht verlieren und wissen nie so ganz genau, was eigentlich als nächstes angesagt wäre. Spielt also am besten nicht nur das Tutorial, sondern auch die spanische Kampagne, bevor ihr euch in ein freies Spiel stürzt. Außerdem haben wir euch auf GameStar.de exklusive Tipps und Guides vom Serienerfinder Daniel Dumont zusammengestellt.